Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 80, dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und des Kindergesundheitsschutzgesetzes, Drucksache 19/2461 zu 19/2424 zu 19/2196. Berichterstatter ist der Abg. Bocklet. Herr Bocklet, ich bitte Sie um Berichterstattung. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Sozialintegrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet, für die Berichterstattung. Als erste Rednerin hat Frau Kollegin Wissmann von der Fraktion der CDU zu Wort gemeldet. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach nochmaliger Beratung im Ausschuss können wir heute den Gesetzentwurf der Landesregierung in Sachen HKJGB und Kinderschutzgesetz verabschieden. Im Namen von CDU und auch den GRÜNEN möchte ich hier nochmals dafür werben, dass wir das in möglichst großer Gemeinsamkeit tun. Die Beweggründe sind rasch noch einmal genannt. Erstens. Das vor einigen Jahren so intensiv diskutierte KiföG hat die damals regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP mit nur einer Besorgnis zurückgelassen, nämlich dass die Bedingungen der aufgekündigten Rahmenvereinbarung Integrationsplatz vielleicht nicht fortgeschrieben werden würden. Ich kann heute feststellen, die Befürchtung ist nicht eingetreten. Es ist gelungen, dass die bewährten Standards Gruppenreduzierung und zusätzliche Fachkraftstunden auch künftig gelten, zugunsten eines gedeihlichen Miteinanders und guten Aufwachsens von Kindern mit und ohne Behinderung in Hessen. Das ist ein großer Erfolg. Zweitens. Die Landesregierung hat einen wichtigen Beitrag geleistet. Einmal, indem sie durch beharrliches Moderieren und behutsames Einfordern zur tatsächlichen Einigung der zuständigen kommunalen Spitzenverbände und Wohlfahrtsverbände beigetragen hat. Zum Zweiten, indem sie zur Unterstützung des Anliegens erhöhte Integrationspauschalen im Volumen von 10 Millionen € schon im vergangenen Jahr unbürokratisch zur Auszahlung gebracht hat. Und drittens, indem sie nun geduldig und schließlich erfolgreich sich darum bemüht hat, ein Modell zur Erweiterung der gesetzlichen Pauschalen zu entwickeln, mit dem sich beide Seiten einverstanden erklären können. Letzteres hat nun ein bisschen länger gedauert als erhofft. Es ist aber gelungen. Und wenn wir das Gesetz heute verabschieden, dann kann die erhöhte Förderung im November zur Auszahlung kommen. Und damit sollten wir alle zufrieden sein und diese Zufriedenheit mit dem Ärger über die entstandene parlamentarische Eile verrechnen. Das erreichte Ziel ist es wirklich wert. Drittens. Wir haben im Ausschuss insbesondere auch noch einmal über Ihren Änderungsantrag, liebe SPD, beraten. Lassen Sie mich darauf noch einmal eingehen. Sie selbst haben bereits gesagt, dass Sie nicht wirklich an eine Verankerung der Standards im Gesetz geglaubt haben. Vielleicht sehen Sie ja selbst insgeheim ein, dass eine solche Verankerung auch nicht klug wäre, weil Sie das Zuständigkeitsgefüge im Bereich der Förderung von Menschen mit Behinderung massiv durcheinanderbringen würde, wofür nichts spricht, auch nicht die höheren Kosten, die das für das Land im Wege der Konnexität mit sich bringen würde. Das Land hat eine unterstützende und beratende Rolle, aber es gibt keine Notwendigkeit, dass es sich auf diesem Feld eine Zuständigkeit anmaßt. Denn das Zusammenspiel der örtlichen Zuständigen, der örtlichen Sozial- und Jugendhilfeträger funktioniert ja. Und deshalb stehen im Gesetz auch nach der vorgeschlagenen Änderung Pauschalen, aber in diesem Bereich keine Standards. Zum zweiten, zum anderen Punkt. Sie schlugen vor, die erhöhten Pauschalen auch für Integrationskinder in Tagespflege vorzusehen. Ich will ausdrücklich auch hier noch einmal feststellen, es ist auch uns ein Anliegen, die Landesförderung stets vergleichbar auch der Tagespflege angedeihen zu lassen, wie sie Einrichtungen zugutekommt. Es ist gut, dass wir darin übereinstimmen. Aber dies will vorbereitet sein. Und im Bereich der Tagespflege gibt es die Standards noch gar nicht, die für den Bereich der Einrichtungen vereinbart sind und die uns bewogen haben, eine unterstützende, freiwillige Landesförderung hier vorzusehen.
Diese Standards müssen erst erarbeitet werden, und die Voraussetzungen sind ja auch durchaus andere als in der institutionellen Kinderbetreuung. Und dann kann auch über Integrationspauschalen für Tageskinder gesprochen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt entbehrte eine solche Regelung der Grundlage. Mehr Geld ist immer gut, aber auch Ihnen wird es wichtig sein, dass es gezielt eingesetzt wird. Und deshalb haben wir Ihren Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen müssen. Viertens und zum Schluss fast schon. Gelegenheit für Weiterentwicklung des KiföG wird es in absehbarer Zeit ja geben. Die Sonderevaluation im kommenden Jahr war immer dafür gedacht, begründete Anregungen aus der Praxis aufzunehmen. Und der runde Tisch tut ein Übriges. Freuen Sie sich doch einfach mit, dass wir heute ins KiföG-Gewölbe, wenn Sie das erlauben, einen schmückenden vorläufigen Schlussstein setzen. Er dient dem guten Aufwachsen von Kindern mit Behinderungen in Hessen, der Entlastung und Unterstützung ihrer Familien und einem achtsamen Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in dieser Gesellschaft, von der heute auch in anderem Zusammenhang schon einmal die Rede war. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Als nächster Redner spricht nun Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zu Beginn das wiederholen, was ich schon zu der ersten Lesung gesagt habe. Die vier Punkte, in denen ich unsere damalige Auffassung zusammengefasst habe, die ist durch den Gang des Beratungsverfahrens, durch den schlechten Gang des Beratungsverfahrens nicht anders und leider eben auch nicht besser geworden. Die vier Punkte waren: Erstens. Diese Novelle des Kinderförderungsgesetzes behebt ein Problem, das wir ohne das Kinderförderungsgesetz nicht hätten. Zweitens. Sie behebt dieses Problem eher schlecht als recht. Drittens. Das Grundproblem der Verankerung von Standards für die gemeinsame Betreuung, Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Kinderbetreuungseinrichtungen im Gesetz wird gar nicht erst angegriffen. Und viertens. Das Grundproblem oder die Grundprobleme mit dem KiföG werden natürlich auch durch diese Novelle nicht behoben. Das ist auch nicht die Absicht. Und ich füge hinzu, ich habe nicht den Glauben, dass diese Absicht besteht nach stattgehabter Evaluierung im nächsten Jahr. Lasse mich aber an dieser Stelle durchaus eines Besseren belehren. Aber auch das werden wir dann sehen im nächsten Jahr. Frau Kollegin Wiesmann, Sie haben wieder versucht, hier Verwirrung zu stiften. Sie haben das falsche Argument der Zuständigkeiten wieder in die Debatte eingeführt. Ich habe Ihnen schon wiederholt erklärt, dass ein Land, wenn es Standards setzt für die Betreuung von unter Dreijährigen und über Dreijährigen, von Kindern im Schulalter, na gut, da haben Sie sich ja ziemlich rausgehalten mittlerweile und setzen fast überhaupt keine Standards mehr, aber das ist eine andere Debatte, die im Zusammenhang mit dem Pakt für den Nachmittag zu führen sein wird. Aber wenn Sie z.B. Standards festsetzen für die Betreuung von unter Dreijährigen und über Dreijährigen in Bezug auf die Gruppengrößen, wenn Sie Standards festsetzen für den Personaleinsatz in Gruppen in der Kinderbetreuung, wenn Sie Standards festsetzen für die erfreulicherweise ja verbesserte, für die Qualifikationsvoraussetzung bei der Tagespflege. Alles das sind Dinge, die originär in der Zuständigkeit nach dem SGB VIII, originär in der Zuständigkeit der Jugendhilfeträger liegen. Wenn Sie das tun, aber sich wegen Zuständigkeitsfragen oder auf Zuständigkeitsfragen herausreden, ausgerechnet bei der Frage der behinderten und nicht behinderten Kinder, dass ausgerechnet an dem Punkt es verboten oder sozusagen zur Verwirrung, zur gefühlten Zuständigkeitsverwirrung, haben Sie, glaube ich, gesagt, führen soll. Doch, so ähnlich haben Sie sich ausgedrückt. Wenn das ausgerechnet hier ein Punkt sein soll, dann hätten Sie die Finger von den Standards ganz lassen sollen. Das ist und bleibt unlogisch, und das, was dahinter steckt, bleibt so klar erkennbar wie irgendetwas. Das ist ja damals auch im ersten Zug beim KiföG, als wir das zu einem zentralen Punkt unserer Kritik gemacht haben, auch sehr deutlich gesagt worden. Sie haben einfach Angst vor der Konnexität, die das auslösen könnte und auch auslösen würde. Ja, aber Sie haben ja jetzt mit dieser Regelung, nachdem Sie gesehen haben, was Ihre KiföG-Novelle, der Berechnungsmodus der Landesförderung
im Rahmen des KiföG auf der Seite der Betreuung, Erziehung und Bildung von behinderten Kindern auslösen würde, nämlich an Einnahmeausfällen bei den Trägern, sind Sie ja mit ins Geld gegangen. Sie haben ja genau die Effekte, die bezahlen Sie ja jetzt, von denen wir geredet haben, von denen wir gesagt haben, dass sie auch gesetzlich zu verankern sind. Das habe ich alles ausführlich ausgeführt in den vorhergegangenen Lesungen und auch schon bei der KiföG-Lesung. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Insofern, Frau Kollegin Wissmann, das ist eine Ausrede, das war eine Ausrede und es bleibt auch eine Ausrede. Es ist innerhalb Ihrer eigenen Logik nicht logisch. Und deswegen, nicht weil wir dagegen sind, dass den Kommunen und den Trägern jetzt das Geld, das ihnen nach ihrer ursprünglichen KiföG-Logik gefehlt hätte, dass ihnen dieses Geld jetzt wieder zur Verfügung gestellt wird, auf einem Modus, über den zu reden sein wird. So einhellig war die Zustimmung ja nicht. Man hat gesehen und gehört, dass der eine oder andere, mit den Zähnen geknirscht hat. Man hat gesehen, dass der eine oder andere auch mit der Stirn gerunzelt hat. Manche waren damit zufrieden. Das haben wir alles zur Kenntnis genommen. Das ist nicht der Grund, warum wir dieses hier ablehnen, dieses Gesetz ablehnen, sondern es bleibt dabei ein Gesetz über die Betreuung, Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Kindern, mit dem keine Standards nach der UN-Behindertenrechtskonvention oder im Zeitalter der UN-Behindertenrechtskonvention gesetzt werden, kann unsere Zustimmung nicht finden. Ein letzter Satz zu der Tagespflege. Wir haben darüber im Ausschuss uns ausgetauscht. Auch das, liebe Kollegin, ist so erkennbar eine Ausrede wie irgendwas. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Sie das zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wollen. Bleibt auf Wiedervorlage Ende nächsten Jahres. Man sieht sich immer zweimal, auch in dieser Frage sogar ein paar Mal mehr. Danke, Herr Kollege Merz. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rock von der FDP-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben hier zwei konträre Positionen gerade gehört. Ich möchte meine Position hier nicht noch einmal wiederholen, die ich auch in der zweiten Lesung hier vorgetragen habe. Wir werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Es ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir über diesen Bereich gesprochen haben. Die nächste Debatte wird spätestens nächstes Jahr auf uns zukommen. Und dann werden wir uns mit den Details weiter befassen können. Uns ging es darum, diesen Befriedungsprozess, der zwischen Liga, Liga der Freien Wohlfahrtspflege, den Kommunalen Spitzenverbänden, den Kommunen und dem Land Hessen jetzt hergestellt worden ist, und den mitzutragen, auch wenn wir unsere Kritik geäußert haben. Das habe ich alles in der zweiten Lesung bereits ausgeführt, möchte ich hier nicht wiederholen. Wir werden diesen Gesetzentwurf mittragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Schott von der Fraktion DIE LINKE. Bitte, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte mich hier auf einen einzigen Punkt beschränken, denn alles andere ist hinlänglich ausgeführt worden. Eine Regierung und die sie tragenden Fraktionen muss natürlich von dem, was sie tut, überzeugt sein. Soweit ist das, glaube ich, erst einmal klar, sonst täte sie es nicht, warum auch immer. Eine Regierung und die sie tragenden Fraktionen muss auch glauben, dass sie genau weiß, was gut und richtig für dieses Land ist. Soweit ist es auch nachvollziehbar. Dass sie aber die Arroganz besitzt, es für komplett ausgeschlossen zu halten, dass auch andere Menschen in diesem Land klar denken können, Fehler und Schwächen anderer sehen können und Formulierungen finden können, die richtig, wichtig und hilfreich sind, die von den handelnden Personen draußen im Land geteilt werden. Dass sie nicht in der Lage ist, das zu erkennen, ist für mich die Schwäche. Es ist die Schwäche, die daraus resultiert, dass es in dieser Regierung offensichtlich keine Souveränität gibt. Denn wenn diese Regierung souverän wäre, wäre sie in der Lage zu erkennen, dass es diese ganz kleine Stelle, in der es darum geht, dass man Tagesmütter, Tagespflege, wenn es um behinderte Kinder geht, gleichstellt mit denen in Kitas, dann kann man doch sagen, okay, an der Stelle gibt es einen großen Sinn, jetzt hier und heute nachzubessern. Nicht einmal dazu, meine Damen und Herren, sind Sie in der Lage. Für mich ist das das Gegenteil von Stärke, das Gegenteil von Souveränität. Es ist Demonstrieren von Macht, selbst wenn es komplett sinnlos ist, selbst wenn es den Menschen schadet, wenn es den Kindern und den Tagesmüttern und den Eltern dieser Kinder nicht weiterhilft. Es ist stures Verharren, weil es Ihnen nicht rechtzeitig genug eingefallen ist und Sie es auch nicht geschafft haben, es rechtzeitig genug zu ändern, nachdem die Kritik kam.
Ich finde das schlichtweg unterirdisch. Aber machen Sie eine solche Regierungspolitik. Die Menschen im Land werden es hoffentlich erfahren. Danke, Frau Kollegin Schott. Als nächster Redner hat sich Kollege Bocklet von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Heute wird in dritter Lesung und wenn die Abstimmung, wenn dieses Gesetzentwurf eine Mehrheit erlangt, zum Gesetz erhoben, die finanzielle Absicherung der Betreuung von Kindern mit Behinderungen. Damit wird eine gemeinsame Betreuung von nicht behinderten und behinderten Kindern auch zukünftig auf hohem qualitativen Niveau möglich. Und sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb ist dies heute ein guter Tag für die Kinderbetreuung in Hessen. Das Gesetz, das Kinderfördergesetz, trat zum 1. Januar 2014 in Kraft. Vielleicht noch einmal das zur Erinnerung. Und hatte nach unserer Meinung ein großes Defizit, nämlich dass die Absicherung der Qualität für die Betreuung von Kindern mit Behinderungen nur unzureichend bedacht wurde. Es gab, wie alle wir hier im Raum wissen, hartnäckigste Verhandlungen über eine Rahmenvereinbarung zwischen kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, die sich nicht einigen konnten auf ein weiteres Betreuungsverfahren und weitere Rahmenvereinbarungen. Und die wurde dann möglich, als das Land gesagt hat, es ist ein unsäglicher Stillstand, ein unsäglicher Streit. Und deshalb wird das Land Hessen 10 Millionen € zur Verfügung stellen, damit auch in Zukunft ohne Probleme weiterhin Kinder mit Behinderung in Einrichtungen betreut werden können. Was kann man bitte schön dagegen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren? Genau, und dagegen, weil dann auch in diesem Punkt und wir nur in diesem Punkt die bisherige freiwillige Verordnung in einen Gesetzestext gießen, ist das auch ein richtiger Schritt, und genau und nur darum geht es heute. Und wir vollziehen damit eine gesetzliche Absicherung, das ist richtig, das ist wichtig. Und alle andere Kritik an dem Kinderfördergesetz, die der Kollege Merz unter anderem weitschweifig versucht ins Feld zu führen, wird an dem Tag diskutiert. Wird an dem Tag diskutiert, wo die wissenschaftliche Evaluation vorliegt, die begonnen wurde, die auf gutem Weg ist. Und wenn sie dann vorliegt, werden wir darüber reden, was wir nachzusteuern haben, sofern sich das anbietet. Und weil der Kollege Merz so mit gehobenem Haupt sagt, man sieht sich ja immer zweimal, wenn nicht sogar öfters, Herr Merz, wir haben uns schon bei dem zweimal gesehen, nämlich beim Betreuungsgipfel. Und jeder, der dabei anwesend war, und jede, der muss doch konstatieren, dass von den alten Grabenkämpfen nicht mehr viel übrig geblieben ist, sondern dass wir dort einen sachlichen, diskursiven Austausch führen, so wie wir ihn mit ganz vielen Gruppen an ganz vielen runden Tischen führen, Herr Gremmels. Dort sitzen Interessenvertreter, die bringen ihre Interessen ein, sie kritisieren, sie loben, sie im Kern sind sie zufrieden, aber alle sagen unisono, seit September haben nun alle auf das KiföG umgestellt. Schließungen gibt es nach anderthalb Jahren immer noch nicht. Katastrophenmeldungen haben wir immer noch nicht. Aber wir haben Verbesserungswünsche. Und da sagen wir von CDU und GRÜNEN gemeinsam im Koalitionsvereinbarung, sollte es zu großen Verwerfungen kommen, gerade unsere Sorge als GRÜNE im ländlichen Raum sich bewahrheiten, dass kleingruppige Einrichtungen gefährdet sind. Wenn dem so wäre, ist die Koalition bereit, hier nachzusteuern. Aber erst zu diesem Zeitpunkt, wo die Evaluation ein Ende gefunden hat, die mit Befragungen mit den Betroffenen und den Einrichtungen gemeinsam zusammenarbeitet, und diese Befragung trudelt langsam ein, und von Katastrophenmeldungen sind wir weit entfernt. Aber dennoch konstatieren wir doch alle, vom Minister bis zur CDU über GRÜNE, alle sagen, wenn es weitere Kritik gibt und die ist nachvollziehbar, dann werden wir selbstverständlich da auch nachsteuern. Nur kommen Sie endlich von der Opposition, gerade Sie, Herr Merz, von dem Baum runter zu tun, als ob alles so wäre wie im Jahre 2012. Wir sind nicht mehr im Jahre 2012, wir sind im Jahre 2015. Vieles wurde verbessert, und heute wird ein weiteres Mal etwas verbessert, nämlich die Betreuung von behinderten Kindern. Und das ist richtig und wichtig. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächster Redner spricht nun Herr Staatsminister Grüttner für die Landesregierung. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der ersten und in der zweiten Lesung sind eine
die Argumente und die Vorstellungen der Hessischen Landesregierung dargelegt worden. Deswegen will ich es an dieser Stelle nicht wiederholen, sondern an einer Stelle den Versuch machen, noch einmal zu verdeutlichen, warum wir so lange gebraucht haben, um einen solchen Gesetzentwurf vorzulegen. Und das Zweite auch etwas zu der Frage Tagespflege zu sagen. Vorab will ich aber eines richtigstellen, was Herr Kollege Merz eben gesagt hat. Es lag nicht daran, dass es ein KiföG gab. Sie haben gesagt, Sie lösen ein Problem, das Sie durch das KiföG selbst geschaffen haben. Das würde ja bedeuten, dass alleine die Frage der kindbezogenen Förderung und die Abschaffung der gruppenbezogenen Förderung das Problem beinhaltete. Aber das wissen Sie ja besser, dass das nicht stimmt. Das Problem ist gekommen durch den Rechtsanspruch für Kinder unter 3 Jahren. Und die Rahmenvereinbarung, die die kommunalen Spitzenverbände und die Liga abgeschlossen hatten, nur die Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen umfasst hat. Und es die Fragestellung gewesen ist, wie wird es umgesetzt bei der Umsetzung eines Rechtsanspruchs für unter 3-Jährigen in Kindertagesstätten. Das war der Punkt. Und das eigentliche Problem dabei war, um das noch einmal in der Vergangenheit zu sagen, und das finde ich, ich muss jetzt aufpassen, also, wie ich es formuliere, also ich finde es ausgesprochen bedenklich, dass sich Liga der Wohlfahrtspflege und Kommunen über ein Jahr nicht einigen konnten, nicht nur die Rahmenvereinbarung, die einseitig gekündigt gewesen ist, durch einen kommunalen Spitzenverband vorzuschreiben und gleichzeitig zu ergänzen auf den Bereich der Kinder unter 3 Jahren, sondern letztendlich mit der Angst von Eltern gespielt haben, wie zukünftig die Betreuung ihrer Kinder in Kindertagesstätten stattfindet. Und es erst das Land gewesen ist, das durch das Bereitstellen von 10 Millionen € an Förderung verbunden mit der Forderung, die werden aber nur ausbezahlt, wenn ihr euch auf eure Verantwortung besinnt und die Rahmenvereinbarung abschließt, erst zu diesem Zeitpunkt überhaupt bewegt haben und die Rahmenvereinbarung verändert haben. Das war das Problem. Und wir haben es gelöst. Und zwar haben wir es gelöst für die Kommunen, für die Liga, aber vor allen Dingen haben wir es gelöst für die Eltern mit Kindern, von Kindern mit Behinderungen. Das ist der entscheidende Punkt. Und das zweite auch bedenkliche Verfahren ist, und das haben wir ja in der Anhörung gemerkt, dass sich die Vertragspartner über ein halbes Jahr nicht einig werden konnten, wie sie die 10 Millionen € bekommen. Also, das habe ich ja überhaupt nicht verstanden. Also, wenn ich jetzt dann an irgendeiner Stelle wäre und würde sagen, oh, wie können jetzt 10 Millionen € weitergeleitet werden, dann würde ich erst einmal als Vertragspartner sagen, okay, es ist nicht mehr unser Geld. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, uns zu einigen darüber, wie wir es bekommen. Dann waren die nicht in der Lage dazu. Da waren sie nicht in der Lage dazu. Und den Kompromiss, den wir moderierend versucht haben zu erreichen, der ist jetzt in diesem Gesetz festgelegt worden. Und an der Stelle muss man dann halt auch sagen, irgendwann muss man den Knoten durchschlagen, und er ist durchschlagen worden mit diesem Kompromiss. Aber wir haben immer gesagt, wir schauen auch und wir sind auch gerne bereit nachzusteuern, wenn es an der Stelle eine Notwendigkeit gibt. Was letztendlich übrig bleibt, ist endlich Sicherheit für Eltern mit Kindern, die Behinderungen haben, dass eine qualitativ gute Betreuung in Kindertagesstätten gesichert ist, und zwar sowohl für diejenigen, die jünger als 3 Jahre alt sind, als auch für diejenigen, die älter als 3 Jahre alt sind. Und das ist eine gute Nachricht für die Eltern und die Kinder. Das wird durch dieses Gesetz jetzt dargestellt. Und die Fragestellung von Tagespflege, das will ich an der Stelle sagen, ist überlegenswert. Hat Herr Staatssekretär Dr. Dippel in der zweiten Lesung auch bereits dargestellt. Aber Sie wissen, dass die Fragestellung der Qualitätsstandards in der Tagespflege im Hinblick auf Qualifizierung, im Hinblick auf Anzahl von Kindern, die betreut werden, und vieles andere mehr von den Jugendämtern festgelegt werden. Und wir nur Rahmen machen. Und deswegen kann man jetzt nicht einfach eine Umsetzung eines solchen Bereiches in die Tagespflege vornehmen, ohne vorher mit den Jugendämtern einmal darüber zu sprechen, wie sich die Strukturen vor Ort darstellen. Und wir wissen doch alle, es gibt Jugendämter, die forcieren die Tagespflege, und es gibt Jugendämter, die verhindern eher die Tagespflege. Und deswegen wäre es wichtig, an der Stelle zu einem gemeinsamen Konsens zu kommen mit den Jugendämtern, wie man das umsetzt. Und dafür hat schlicht und einfach zwischen 2 Tagen
die Zeit gefehlt. Die hätte auch in den letzten drei Monaten gefehlt, zumal auch eine Gesprächsbereitschaft erst einmal von beiden Seiten vorhanden sein muss. Das loten wir jetzt aus. Deswegen sage ich, das ist ein Vorschlag, der überlegenswert ist. Aber auch ein guter Vorschlag könnte sich ins Negative verkehren, wenn er nicht gut umgesetzt wird. Unser Anspruch als Landesregierung ist es, gute Umsetzungen auch vorzunehmen. Ich denke, mit diesem Gesetz, das heute zur Abstimmung steht, ist uns dieses auch gelungen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Damit sind wir am Ende der dritten Lesung. Ich lasse über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen SPD und DIE LINKEN. Wer enthält sich? Abgeordneter Öztürk. Damit ist dieser Gesetzentwurf der Landesregierung dritter Lesung angenommen und wird zum Gesetz erhoben.